Einen eigenen Film zu produzieren, das kostet nicht nur Zeit, sondern das kann auch ganz schön ins Geld gehen. Doch das hindert einige nicht daran, sich einmal auszuprobieren und sich mit anderen zu messen. Dafür gibt es Dokumentarfilmwettbewerbe zum Beispiel. Und eines ist selbstverständlich hier in unserer Region sehr bekannt, nämlich die Duisburger Filmwoche. Und darüber informieren wir jetzt. 3, 2, 1 und Action. Dokumentarfilme können weit mehr sein als Berichte über Tiere oder Geschichtsereignisse. Vor allem, wenn junge Künstler am Werk sind. Das beweist die Duisburger Filmwoche immer wieder aufs Neue. Die Entstehung des Wettbewerbs liegt schon einige Jahre zurück. Damals, vor 40 Jahren, war Dokumentarfilm ziemlich abgemeldet. Er war nicht cool, er kam im Fernsehen nicht vor, im Kino ganz selten überhaupt. Und da haben eine Reihe von Filmemachern und Filmwissenschaftlern, Filmkritikern, sich daran gemacht, dem Dokumentarfilm wieder mal ein neues Forum zu bieten, es öffentlich bekannter zu machen. Dieses Forum besteht nach 41 Jahren immer noch. Doch eine Veränderung gibt's. Nach erfolgreicher Ära von Festivalleiter Werner Rudytschka leiten nun Gudrun Sommer und Christian Koch das Filmfestival. Das diesjährige Motto lautet: Wer erstickt, wo wir atmen, und soll dazu einladen, einmal innezuhalten. Heutzutage Jugendliche, Kinder, auch Erwachsene natürlich, wir nehmen unglaublich viel auf. Jeder hat das Handy bei sich, jeder kann sich angucken, was er möchte, aber es fehlt so ein bisschen die Einordnung, das Gespräch danach und auch die Fokussierung auf bestimmte Themen. Das zeigt auch der Film Hambi von Lukas Reiter, der den Kampf um den Hambacher Wald aus Sicht der Umweltaktivisten erzählt und die Filmwoche am Montag eröffnet hat. Weg mit euch! Hey. Ihr seid doch Hierarchietiere! Wie fühlt sich an, die letzten Quadratmeter von diesem Wald kaputt zu machen? Würden eure Kinder nicht auch gerne hier mal rumlaufen? Die würden staunen, Dave. Die würden staunen, wenn sie das sehen würden. Wenn sie es dürften, aber sie müssen noch blind sein. Ein gefährlicher Ort, dürfen sie nicht rein. Also wenn Sie das da abmontieren, das wird von Dreisat gesendet, begehen Sie einen Rechtsbruch. Die Plattform ist jetzt... Doch. Erklären Sie mir doch dann mal die Rechtsgrundlage, auf der das Sie arbeiten. Das gilt als Wohnraum. Wenden Sie sich an unsere Pressestelle. Ja, brauche ich mich gar nicht wenden, ich bin super informiert. Und wenn Sie da dran gehen, das wird aufgenommen, da begeht RWE einen gravierenden Rechtsbruch. Ich sag's Ihnen nur. Ja, und morgen kommt der nicht wieder, oder wie? Ja, über die Filme und die weiteren Highlights der 43. Duisburger Filmwoche wollen wir jetzt sprechen, und zwar mit dem Leiter der Duisburger Filmwoche, Christian Koch. Herzlich willkommen, schönen guten Abend. Schön, wieder hier zu sein, vielen Dank. Ja, also wir haben gerade ja schon beeindruckende Aufnahmen gesehen der Filme, die dort laufen werden, und wir haben auch gehört, Sie sind ja der neue Leiter ab diesem Jahr. Wie war es vorher? Haben Sie großes Kribbeln gehabt und endlich ist es losgegangen seit Montag? Kann man so sagen. Also es war unheimlich viel Arbeit. Wir haben viel zu spät angefangen. Wir sind ja erst seit April im Amt. Das ist normalerweise eine viel zu kurze Zeit. Und jetzt läuft das Festival. Es hat irgendwie geklappt, es zu eröffnen. Macht wahnsinnigen Spaß. Ja. Ja, und so der erste Stress ist so von einem abgefallen? Ja, ein bisschen, aber es bleibt weiter stressig. Ne? Auch hier jetzt zwischendurch mal eben hinzufahren mit dem Fahrrad, aber... ist auch mal noch eine zusätzliche Anstrengung. Aber ja, wir haben nie gesagt, dass wir es Ihnen einfach machen. Nee, das ist auch in Ordnung. Ja, ja. Aber die Filmwoche läuft seit Montag. Richtig. Können Sie schon so ein erstes Fazit ziehen? Ja, ein Fazit vielleicht nicht, aber ich habe Eindrücke natürlich. Also es ist super voll, das Kino ist voll, der ganze Sellplatz ist voll mit Menschen. Die neue Raumsituation, wir haben uns ja so ein bisschen über den Sellplatz verteilt. Ne? Wir sind jetzt auch im Josefshaus. Und in so einem Schulungszentrum für Erste-Hilfe-Kurse, da kann man sich anmelden fürs Festival und so. Die Leute mögen das und mögen das auch, da so ein bisschen so die Luft zu atmen, wenn man aus dem Kino rauskommt, ne, und dann so so ein bisschen frische Luft holen kann einfach. Ne? Ist das der Charme für Sie, unseres Festivals? Ja, das Wichtigste an dem Festival ist, glaube ich, dass man so intensiv sprechen kann über Filme, weil man die Zeit dafür kriegt. Also wir programmieren nicht zu viel, sondern immer nur einen Film zur Zeit. Und dann hat man immer eine Stunde Zeit, in Ruhe mit den Filmemachern drüber zu sprechen. Also die sind dann tatsächlich da und stehen bereit und diskutieren auch sehr gerne. Ja, das ist Pflicht. Man muss schon nach Duisburg kommen und sich da... Also bereit sein, mit dem Publikum darüber zu sprechen, was man da gemacht hat. Das ist so die Idee des Festivals eigentlich. Gut, die Filmemacher sind bereit zu diskutieren. Sind die Duisburger oder eben ihre Gäste auch bereit zu diskutieren mit dem Filmemacher? Ja, die sind sehr diskussionsfreudig, kann man sagen. Das geht teilweise richtig hoch her, ja. Ja, ja. Also es liegt auch daran, dass die Stoffe, die Inhalte dieser Filme halt
Konflikte eigentlich auch beschreiben. Ne? Also das haben wir gerade im Bild ja auch ganz schön. Ne? Dieser Hambacher Wald ist ja so eine, eigentlich so eine ganz wichtige Konfliktlinie in unserer Zeit gerade, ne? die da gerade richtig sichtbar wird. Und der Film macht das auch sehr schön, sehr nah dran. Ein ganz junger Mann, der einfach nur mit einer Kamera und da unterwegs war, 6 Wochen. Spannender Film. Wer sind denn die Filmemacher, die die Dokumentarfilme zu Ihnen bringen? Sind das, sagen wir mal, professionelle Filmemacher oder sind das auch Amateure? Also es kann vielleicht auch zufällig passieren, es gibt eine Auswahlkommission von 6 Leuten, Experten, die wir gewinnen konnten, mit uns daran zu arbeiten an dem Programm. Wenn denen so ein Film überzeugend vorkommt, dann wählen die den aus, unabhängig davon, wer den gemacht hat. Aber es sind schon, weil Filmemachen kein Spiel ist, das ist eine schwierige Arbeit, da sind das in der Regel ausgebildete Profis, ja. Die das machen. Und es gibt jetzt nicht nur die Filmwoche, die läuft, sondern auch das Docs Festival. Mhm. Was ist das? Wo ist der Unterschied? Ja, Docs ist ein Festival für Kinder und Jugendliche, ein Dokumentarfilmfestival für Kinder und Jugendliche. Das ist ziemlich besonders, das gibt es in Deutschland nicht sehr viel. Es gibt noch den Goldenen Spatz in Erfurt als Filmfestival für Kinder, das auch eine Dokumentarfilmsektion, glaube ich, hat. Ich hoffe jetzt hier keinen Unsinn gerade, weil das für mich noch ein neues Feld ein bisschen. Docs macht das ganz genauso. Es lädt Kinder und Jugendliche ein, auch solche komplizierten Themen sich anzugucken in einem Dokumentarfilm und auch im Anschluss darüber zu sprechen, auch mit den Filmemacherinnen. Das ganz Besondere ist, dass die auch noch aus aller Herren Länder kommen nach Duisburg. Ne? Und wir haben, das Festival ist ja schon fast vorbei, die Preise sind verliehen. Also das ist ein Film aus Tschechien, einer aus den Niederlanden und noch ein dritter aus, habe ich jetzt gerade vergessen, verliehen worden. Ne? Ich bin noch mittendrin, Sie merken das. Ne? Ja, alles gut, alles gut. Und das heißt, da wird dann auch noch übersetzt. Das heißt, die Kinder lernen auch schon eigentlich auch sehr früh, dass es auch noch eine andere Welt da draußen gibt. Ne? Das finde ich auch sehr spannend eigentlich. Und die Filmwoche läuft ja jetzt noch, 2 Tage, am morgigen Samstag, übermorgen am Sonntag. Ja. Was sind da noch für Filme, die im Programm sind? Worauf können sich die Besucher freuen? Ja, also Samstag gibt es noch 3 Wettbewerbsfilme, dann verleihen wir unsere Preise. Es gibt ja auch einige Preise zu gewinnen bei der Filmwoche. Und am Sonntag sehen Sie zum Beispiel noch einmal diesen Film, den Sie gerade in Ausschnitten gesehen haben, Hambi, der Kampf um den Hambacher Wald von Lukas Reiter. Lukas Reiter wird auch noch mal da sein und mit dem Publikum über den Film sprechen. Ich lade da herzlich zu ein. Wir haben da sehr viel Werbung in der Stadt für gemacht und würden uns total freuen, wenn sich Duisburger dafür interessieren. Es gibt noch einen 2. Film im Anschluss, Another Reality, ein Film über so einen spielerischen Umgang, also quasi so einen inszenierten Umgang mit Gangkriminalität, mit so einer Inszenierung von starken Männern in dicken und teuren Autos, auch ein sehr spannender Film. Wir haben das ein bisschen umgestellt. Früher liefen immer die Wettbewerbssieger. Das konnte man aber nicht so richtig bewerben, weil man ja nicht weiß, wer die Preise gewinnt. Und deswegen dachten wir, wir verändern das mal ein bisschen. Also ist das schon mal eine Änderung? Zum Beispiel eine kleine Änderung. Wo Sie ja neu sind, zusammen mit Frau Sommer, haben Sie auch andere Änderungen vorgenommen im Vergleich zu vorher? Ja, ich habe am Anfang erwähnt, also wir haben ein bisschen uns räumlich ausgedehnt, weil wir dachten, wir möchten eigentlich auch, dass wer zufällig vorbeiläuft am Festival, so sieht, dass es ein Festival gibt an dem Platz einfach. Wir haben die Preise ein bisschen verändert, die haben wir so ein bisschen spezifischer auf Filmformate zugeschnitten. Das heißt, es gibt 2 Preise. Für lange Dokumentarfilme, die von Dreisat und Arte vergeben werden. Und einen Preis der Stadt Duisburg für kurzen und mittellangen Dokumentarfilm. Und dann gibt es noch einen Nachwuchspreis, der wird vom Land NRW vergeben für junge Filmemacher, also die den 1. oder 2. Film gemacht haben. Und Sie haben die Zeit, wirklich alle Filme sich dann vor Ort anzugucken? Oder nee, während des Festivals nicht, aber ich habe sie eh alle schon gesehen. Also ich versuche es manchmal, ich schaffe das auch manchmal, vor allen Dingen in den Spätprogrammen nochmal die ganz zu gucken, aber ich habe so viele Termine zwischendurch, das geht gar nicht. Nee. Das ist so ein bisschen das, wenn man sagen, das der saure Apfel, in dem man als Festival-Team beißt. Ne? Man hat die Filme schon gesehen und muss dann sich darum kümmern, dass es den Leuten gut geht, die da hinkommen. Ne? Das ist ja auch ein schöner Job. Aber Sie standen bestimmt auch im Kontakt mit den Besuchern. Haben Sie da erste Feedbacks? Ja, eigentlich, wenn die den Festivalleiter nicht anlügen, weil sie nett sein wollen, durchweg, würde ich sagen, im Moment. Also ich habe sehr angenehme Gespräche, sehr spannende, auch mit Eindrücken. Also Menschen gucken so unterschiedlich aus sowas. Ne? Man hat irgendwie eine Vorstellung davon, was so ein Film ist. Und dann sagt einem jemand, hast du das eigentlich da drin gesehen? Und man hat das gar nicht gesehen. Sowas passiert da. Ne? Das ist irgendwie auch ganz spannend. Und jetzt Hand aufs Herz, alte Fußballerweisheit vor dem Spiel ist nach dem Spiel. Wie immer, ne? Ja, wir sind ja, also während des Festivals fängt man ja schon an, darüber nachzudenken,
was man hätte besser machen können. Man kommt, wird auf Sachen hingewiesen, man lernt neue Menschen kennen, die tolle Dinge können, und dann möchte man mit denen zusammenarbeiten. Also das fängt die Planung natürlich schon jetzt an. Also Sie stecken schon mittendrin. Klar. Können Sie schon was sagen, ganz kurz? Wir sind schon quasi am Ende. Ja, wir möchten noch näher an die Duisburgerinnen und Duisburger ran, das kann man sagen. Wie wir das genau schaffen, wissen wir noch nicht. Vielleicht solche Gespräche wie mit Ihnen werden dazu vielleicht auch beitragen, hoffe ich. Immer wieder gerne. Wir sind dabei und gucken uns die 44. Duisburger Filmtage dann nächstes Jahr auch wieder an. Sehr gerne. Herr Koch, danke Ihnen. Vielen Dank, dass Sie heute hier bei uns im Studio waren.